Ja, wenn man die letzten Monate beim DAX einfach zusammenfassen wollte, könnte man sagen, einen Schritt vor, dann aber wieder zwei Schritte zurück. Im Ergebnis geht es also weiter runter. Christian Köker, was ist da los mit dem DAX? Ja, wir haben natürlich einige Belastungsfaktoren, die uns seit einigen Monaten wirklich beschäftigen. Allen voran natürlich der Handelskonflikt, insbesondere zwischen den USA und China, der uns als Exportnation Deutschland natürlich auch irgendwo Mitleidenschaft ziehen wird oder vielleicht sogar bereits zieht. Und das andere Thema, was wir hier lokal in Europa haben, ist natürlich der ungeklärte Brexit. Da verhandeln die Parteien immer noch stark darüber, wie wird das Ganze aufgelöst. Und da steht natürlich die Gefahr des sogenannten harten Brexits im Raum, der insbesondere für die Wirtschaft dann vielleicht auch mit Zöllen verbunden wäre, was auch wiederum auf die Wirtschaftsleistung dann negative Implikationen haben kann. Also das sind Themen, die eine Exportnation wie Deutschland stark belasten. Und da haben wir natürlich noch ein paar andere lokalere Themen wie die Türkei-Krise. Wir haben natürlich auch noch hier in Deutschland die Automobilbranche, die ein bisschen belastet ist. Also das sind einige Themen, die uns Deutsche vielleicht stärker belasten. Nichtsdestotrotz ist es jetzt auch keine desolate Situation, denn wir haben auch viele positive Dinge, die vielleicht dann auch wieder den einen Schritt vor erzeugen. Wir haben eine sehr, sehr gute Arbeitsmarktverfassung hierzulande. Nichtsdestotrotz kann man sagen, per Saldo im Jahr sind wir jetzt etwa -7% bis heute, sodass man sagen kann, das ist jetzt erstmal kein positives Aktienjahr bis jetzt, leicht abwärts, eher seitwärts. Und die genannten Faktoren haben eben hier ihren Einfluss dann gezeigt. Wäre das nicht ein idealer Zeitpunkt für Zertifikate gewesen? Ja, absolut. Also die Zertifikateinhaber oder solche, die Teilschutzzertifikate jetzt in ihrem Depot in diesem Jahr haben, werden sicherlich eher auch sich freuen. Denn in diesem Markt spielen die ja gerade ihre Stärken aus. Also gerade wenn Aktien oder Märkte seitwärts tendieren, dann dienen sie dazu, eben trotzdem positive Renditen zu erzielen. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass es vielleicht eher so weitergeht, dass der Scheitelpunkt der Hosse irgendwie erreicht ist und jetzt weiter so leicht nach unten laufen oder irgendwie die Luft raus ist, dann ist das natürlich gerade der Nährboden, der Teilschutzzertifikate sehr, sehr erfolgreich machen kann. Aber welche Art von Zertifikaten genau würden denn im Moment am besten passen? Ja, man könnte sagen, wenn der Seitwärtstrend sogar eher abwärts gerichtet ist, und das sehen wir jetzt hier eigentlich in den letzten Monaten, das ist ja wirklich fast ein perfekter Abwärtskanal, den wir jetzt gerade sehen, dann könnte man sagen, sind die besten Produkte vielleicht sogar Reverse-Cap-Bonus-Zertifikate. Das sind also solche Bonus-Zertifikate, bei denen der Markt nicht zu stark steigen darf. Ja, also der Markt darf nicht über eine vorher definierte Barriere steigen, die auf der Oberseite liegt. Das könnte beispielsweise hier irgendwo im Bereich von 14.000 Punkten der Fall sein, also jenseits des Allzeithochs. Und wenn das nicht passiert, auf Sicht von einer bestimmten Laufzeit, dann erziele ich trotzdem eine positive Rendite. Und da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, die dann eben entsprechend des persönlichen Chance-Risikoprofils des Anlegers auszuwählen sind. Ja, und vielleicht nochmal ganz kurz, ein Reverse-Cap-Bonus-Zertifikat von der Funktionsweise her, müssen wir nochmal kurz erklären. Ja, also wir haben hier zwei wesentliche, ich sag mal, Ausstattungsmerkmale. Auf der einen Seite haben wir die Barriere. Das ist ein Kursniveau, was dann eben auf der Oberseite liegt, also oberhalb des aktuellen Kursniveaus. Diese Barriere darf während der gesamten Laufzeit des Produktes nicht verletzt werden. Das heißt, der Markt darf nicht höher steigen, als diese Barriere definiert ist. Denn ansonsten, das ist dann der zweite wichtige Punkt, verliere ich den Anspruch auf eine vordefinierte Bonuszahlung. Und ich habe im Grunde genommen, wenn die Barriere reißt, natürlich überproportionale Verluste. Das heißt, wenn der Markt, ich sag mal, über die Barriere hinwegsteigt, 20% steigt, vom heutigen Zeitpunkt aus gesehen, dann kann es durchaus sein, dass ich mit meinem Produkt 20, 25 oder gar 30% verliere. Das muss einem im Klaren sein. Deswegen ist es auch eine bessere Depotergänzung, weil ich idealerweise da noch andere Positionen in meinem Depot habe, die diese Verluste dann bei weiteren Kursanstiegen ausgleichen. Ja, aber dann ist es doch eigentlich am besten, wenn die Barriere möglichst weit weg oben ist, damit sie gar nicht erst erreicht wird und ich dann die Bonusrendite auch bekommen kann. Klar, idealerweise ist sie ganz aus der Sichtweite, dann ist das Risiko besonders gering. Ja. Blöderweise sind auch dann die Chancen meistens besonders gering. Das ist natürlich wie bei allen anderen Sachverhalten am Kapitalmarkt hier auch. Umso mehr Risiken ich bereit bin einzugehen, das heißt, umso näher ich diese Kursbarriere an den aktuellen DAX-Stand platziere, umso höher ist dann auch die Aussicht auf eine entsprechende PA-Rendite bei dem Zertifikat. Ja, aber jetzt mal ganz konkret, wie viel kann denn dabei rumkommen? Ja, also da kann man sich natürlich verschiedene Beispiele anschauen. Beispielsweise, wenn wir hier mal in den Bereich von 14.000 gehen, dann kann man vielleicht davon sprechen, auf Jahressicht oder auf Sicht der Mitte des nächsten Jahres zum Beispiel 4% zu erwirtschaften. Und umso weiter ich eben an die Barriere rangehe, umso höher steigt die Rendite. Und ich glaube, dass man das mit diesem Schaubild, was wir hier vorbereitet haben, ganz gut aufarbeiten kann. Vielleicht erstmal, was sieht man hier? Wir haben hier drei verschiedene Produkte
ausgewählt, die sich alle gleichermaßen auf den DAX beziehen, den wir uns eben angeschaut haben. Mhm. Und alle diese Produkte haben eine Laufzeit bis zur Mitte des nächsten Jahres. Das ist also eher so ein mittelfristiges Investment von etwa 9 Monaten. Und jetzt kann ich eben anhand der Barriere, die ich auswähle, im Grunde meinen Risiko- und Renditeappetit steuern. Ja, das ist das, was wir hier in der Mitte sehen. 13.600, das wäre so in etwa in der Nähe des alten Allzeithochs. 13.800 und 14.000 sind dann nochmal 200 Punkte Schritte weiter weg. Man kann jetzt eben sehen, dass ich dementsprechend 14,3, 16 oder 17,7% Abstand zur Barriere habe. Es ist vielleicht noch ganz interessant, das am Rande mal zu erwähnen. 13.800 Punkte hört sich natürlich unheimlich weit weg an. 16% Abstand hört sich jetzt nicht mehr so weit weg an. Das heißt, Anleger sollten hier bei der Auswahl auch durchaus mal auf die prozentualen Zahlen gucken. Wenn ich das jetzt hier also mehr so vergleiche, dann sehe ich jetzt in der ersten Zeile die Renditen, die ich damit erzielen kann. Und da sehe ich eben, dass mit zunehmender Nähe zum aktuellen DAX-Stand, also mit der 13.600-Barriere, die jetzt hier in diesem Beispiel die nächste Barriere ist, komme ich sogar auf eine PA-Rendite, die zweistellig ist, nämlich über 10%. Mhm. Wähle ich jetzt das defensivste Beispiel und sage glatte 14.000, dann bleiben immer noch 4% für mich übrig. Und man sieht vielleicht auch anhand des mittleren Beispiels mit 13.800 und einer PA-Rendite von knapp 5%, dass mit zunehmender Nähe zur Barriere die Rendite auch überproportional ansteigt, weil die Chance oder die Gefahr, dass die Barriere verletzt wird, natürlich auch immer größer wird. Und man sollte auch dabei im Hinterkopf haben, dass dieses Bonus, dieses Reverse-Capped-Bonus-Zertifikat eine bestimmte Zeitspanne läuft. Also hier in diesem Beispiel wäre der Einlösungstermin Ende Juni nächsten Jahres. Bis dahin darf diese Barriere nicht erreicht werden. Ich nehme an, es gibt sicherlich auch noch andere Varianten mit kürzeren oder längeren Laufzeiten, was dann entsprechend auch nochmal Einfluss auf die Rendite hat. Klar, ich sage mal, umso kürzer der Zeitraum wird, den ich hier sozusagen überstehen muss, wenn man das so sagen kann, umso kleiner wird natürlich auch die Rendite, weil umso länger ich in die Zukunft in so einem Produkt investiert bin, umso mehr Zeit hat gewisserweise der DAX, sich natürlich wieder nach vorne zu arbeiten und diese Barrieren zu erklimmen. Und deswegen ist eine lange Laufzeit natürlich in der Regel auch mit einer etwas höheren Rendite verbunden. Umso kürzer die Laufzeit ist, umso vergleichsweise sicherer ist das Produkt natürlich bei einem gleichbleibenden Abstand zur Barriere. Das ist natürlich klar. Das heißt, Anleger können nicht nur über den Abstand zur Barriere hier ihr Risikoappetit ein bisschen steuern, sondern auch über die Wahl der Laufzeit des Produktes natürlich. Wir sehen, dass diese Produkte eher taktisch bis mittelfristig genutzt werden. Das heißt, wir reden oft über Laufzeiten im Bereich von 6 bis 12 Monaten. Längere Laufzeiten werden üblicherweise selten bei Reverse-Cap-Bonus-Zertifikaten gewählt, was einfach daran liegt, dass die Leute tendenziell mittel- bis langfristig eher positiv gestimmt sind, natürlich auch für den Markt, aber eben kurzfristig eher seitwärts oder rückwärts laufende Marktphasen dann zutrauen. Für welchen Typ Anleger eignen sich Reverse-Cap-Bonus-Zertifikate? Ja, zum ersten Mal muss man sagen, man sollte sich vielleicht auch nach der Sendung, wenn man das erste Mal mit diesen Produkten anlegt, sich auch damit nochmal auseinandersetzen, gerade was die Verlustrisiken angeht, wenn die Barriere verletzt wird. Denn dann habe ich möglicherweise nicht nur 14% oder 16% oder 17% verloren, sondern vielleicht sogar 20% oder 25%. Mhm. Das sollte man sich vorher mal anschauen. Und man muss natürlich eine klare Marktmeinung haben darüber, bis wohin kann der DAX laufen. Da kann vielleicht auch die technische Analyse Hilfestellungen leisten, zu sagen, wo sind bestimmte Marken, die idealerweise nicht überschritten werden. Die kann man da heranziehen. Und ansonsten eignet es sich für Anleger, die auch vielleicht bereit sind zu sagen, ich akzeptiere auch, dass fallende Märkte ganz normal an der Börse sind und kann mir auch mich zutrauen, so ein Produkt in meinem Depot zu ergänzen, auch wenn ich sonst viele Positionen habe, Fonds, ETFs, andere Zertifikate, die vielleicht eher von steigenden Kursen profitieren. Und es ist gerade sinnvoll, so ein Produkt auch in der Gesamtportfolio-Konstruktion zu sehen, nicht nur isoliert zu betrachten, sondern zu sagen, ja, wenn ich jetzt eine etwas schwächere Marktphase erwarte, dann ist das eine sehr, sehr gute Ergänzung, die vielleicht dafür sorgt, dass ich, wenn ich meine schwache Börsenphase habe, gewisserweise einen positiven Ausgleich aus diesem Produkt bekomme. Welche Risiken gehe ich damit sonst noch ein, die ich kennen muss? Also klar ist, wir haben hier Kursrisiken, die sich eben anders verhalten als bei einer üblichen Marktanlage am Aktienmarkt. Das heißt, steigende Kurse beim DAX führen zu tendenziell fallenden Kursen bei diesen Reverse-Cap-Bonus-Zertifikaten. Wir haben es natürlich auch mit einem Emittentenausfallrisiko zu tun. Auch 10 Jahre nach Lehman darf man das noch erwähnen. Das heißt, in diesem Fall sollte HSBC seinen Zahlungsverpflichtungen während der Laufzeit oder bei Fälligkeit nicht nachkommen können. Dann droht hier ein hohes Verlustrisiko bis hin zum Totalverlust. Und das sind im Wesentlichen die Risiken, die man hier halt auch dann auf der Uhr haben. Mhm.
Ja, Währungsrisiken gibt es hier nicht. Wir sind hier im Bereich des Euro. Zumindest dann, wenn man Euro-Anleger ist, hat man da, was das angeht, erstmal kein Risiko. Ja, aber genau das Richtige für jemanden, der eher nicht optimistisch ist und denkt, hier wachsen die Bäume nicht mehr in den Himmel, ich will aber trotzdem Rendite machen, der sollte sich das durchaus mal ein bisschen genauer anschauen. Christian Köker, vielen Dank für das Gespräch und meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen.